Für Jörg Schneider aus Sachsen-Anhalt scheint der Kampf gegen Einbrecher auf seinem Firmengelände schier aussichtslos zu sein. Bereits zum 8. Mal haben Diebe bei ihm zugeschlagen. Ja, und gleich aus mehreren seiner Lkw die Fahrtenschreiber ausgebaut. Und das, obwohl der Unternehmer bereits Bewegungsmelder, Scheinwerfer und Sicherheitskameras auf seinem Gelände installiert hatte. In den frühen Morgenstunden schlagen die Einbrecher zu. Die Überwachungskamera zeichnet alles auf. Scheinbar seelenruhig steigen die Unbekannten in den Lkw auf der Suche nach dem Fahrtenschreiber. Es müssen Profis sein, denn innerhalb weniger Sekunden haben sie, was sie wollen. Für Jörg Schneider ist es nicht der erste Überfall. Insgesamt 8 Mal haben sie in seiner Firma schon eingebrochen. Die Vorgehensweise ist dabei immer ähnlich. Da ist einfach wie ein Radio reingesteckt in dem Schacht. Ist einfach rauszuziehen, Stecker abzumachen, das ist eine Arbeit von ein paar Sekunden. Also. Und das sind Profis, wie wir hier mitgekriegt haben, die können das noch schneller wie unsere eigenen Leute. Zusätzlich zu den Fahrtenschreibern zapfen die Diebe noch Diesel aus den Tanks. Insgesamt sind Jörg Schneider schon rund 60.000 Euro Schaden entstanden. Und das, obwohl der Händler moderne Überwachungstechnik installiert hat. Doch dies scheint die Täter nicht im geringsten zu stören. Also es sind rundherum ums Gebäude momentan 11 Kameras, also welche mit 180 Grad Ausleuchtung und welche auch spezielle Punkte. Es sind 8 Scheinwerfer a 1000 Watt installiert worden. Die haben ganz genau gewusst, in welchen Gegenden sich bewegen können und wo sie nicht hinkommen dürfen. Offensichtlich sind es organisierte Banden, die ganz gezielt diese Spezialgeräte klauen. Auch die Polizei geht davon aus, dass es keine Gelegenheitsgauner sind. Also es gibt hier Diebescoot, das sind ganz konkret diese EG-Kontrollgeräte oder Fahrtenschreiber genannt. Also die klaue ich nicht mal so, um die dann irgendwo zu vertingeln, sondern hier muss tatsächlich, da gehen wir auch davon aus, einen Auftrag bestanden haben. Jeder Fahrtenschreiber ist mit einer speziellen Kennung versehen. Nur Experten können diese löschen. Doch der Aufwand scheint sich für die Diebe zu lohnen. Ich denke mal, das ist unsere Vermutung, das sind so die neuen Länder, die zur EU dazugekommen sind. Die müssen sich ja auch an diese EU-Richtlinien halten. Und ich denke mal, da geht das auch hin. Jörg Schneider setzt weiter auf Abschreckung. Er will nochmal in die Überwachungstechnik investieren, um endlich den nächsten Einbruch zu verhindern.